Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption mit mir, eurem Steve von den Online Game Masters. Und im letzten Part haben wir uns hier in eine Sache eingemischt, die wir uns am besten nicht hätten einmischen sollen. Haben wir jetzt aber trotzdem gemacht. Kann man leider nicht mehr rückgängig machen. Und dafür werden wir jetzt allerdings sag mal schnell, wir werden jetzt gucken, dass ich endlich mal ein neues Pferd bekomme, weil ich habe keine Lust mehr auf Dash. Dash nervt mich mittlerweile nur noch. Ich will ein anständiges, cooles Pferd haben jetzt. Und dafür müssen wir He's watching. He's always watching. He's never talking. That won't forgive you. They didn't forgive me. There is no forgiveness. None, friend. None. I know you want it. I can smell it on you. Well, it ain't happening. No, it isn't. That's why I'm out here, well away from them. See, they come for me, but I'm watching. Yeah. I never sleep. I never do. BTF. Come on. BTF. Für den will ich noch nicht meine Kugel verschwenden oder sonst irgendwas. Ich habe schon wieder keinen Timer gestartet. Ja, mal gucken, wie lange wir jetzt brauchen, um das neue Pferd zu kriegen. Bei mir hat es, glaube ich, so eine halbe Stunde bis Stunde gedauert, bis ich es gefunden hatte. Das weiße Araber-Pferd. Ich weiß auch nur von Tino davon, der das gefunden hatte durch Zufall. Aber es befindet sich hier auf jeden Fall im Gebiet. Das Dumme ist halt, das Pferd ist weiß, die ganze Umgebung ist weiß. Da kann es mal schwer fallen, das Pferd zu finden. Ja, Winteroutfit, sonst frieren wir. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Sind wir wieder in den verschneiten Bergen. Und ich muss sagen, nachdem es mich im Intro ein bisschen genervt hat, diese verschneiten Berge, finde ich sie doch, wenn man dann hier überall in der Welt frei rumreiten kann, die Berge mit am geilsten bis jetzt. Irgendwas hat es an sich. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwas sorgt dafür, dass mir die Gegend hier ganz gut gefällt.
Falls man übrigens auch hier mal in der Gegend unterwegs ist und man hat jetzt nichts dabei, sprich, dass man keine Winterklamotten dabei hat, ist es eigentlich halb so wild. Sobald der die Kernenergie nimmt halt eben ab bei der HP und man verliert ein bisschen HP, aber dann futtert man ein, zweimal was und dann ist die Energie und die HP wieder voll. Und dann dauert es halt wieder so ein bisschen und dann futtert man wieder was. Solange man Essen dabei hat, ist es also eigentlich halb so wild. Da kannst du hier noch quasi, ja, da kannst du hier noch jagen, grillst das Fleisch und verputzt das dann. Also man kann hier nur sehr schwer erfrieren. Wenn man erfriert, dann weil man sich extrem dumm anstellt. Sorry, wenn sich dadurch jetzt wieder welche angesprochen fühlen. Aber wer das Spiel spielt und die Kerne nicht beachtet, sowohl bei sich als auch beim Pferd, hat das Spiel nicht kapiert und er sollte dann vielleicht doch lieber was anderes, ne? Spielen. So. Oh shit! Hier gibt es sogar zwei legendäre Tiere. Einmal gibt es hier einen Flussbarsch oder irgendwie so in der Art. Und dann gibt es hier noch einen legendären Wapiti. Den Flussbarsch, also den legendären Fisch, den können wir nicht angeln. Ich weiß jetzt gar nicht, hat die schon die Side-Story gemacht, die Mission gemacht, in der man angeln kann oder nicht? Ich würde auch gerne. Das war komisch. Hä? Warum ist da ein Fragezeichen? Was heißt das? Ach so. Für das legendäre Vieh. Den legendären Wapiti. Wir schauen uns jetzt hier auf jeden Fall mal um nach dem Pferd. Am besten auch nicht zu schnell. Und nein, ich werde es nicht rauscutten. Wir lassen hier die eiskalte Wahrheit des Spieles laufen. Das heißt, wenn es dauert, dann dauert es eben. Und jetzt sind wir dabei. Ich zeige das Spiel so, wie es gespielt wird, zumindest meinerseits. Wenn man dann eben ein seltenes Pferd sucht, dann dauert das halt eben ein bisschen und ich schneide das nicht irgendwie raus, sodass dann jemand denkt, ach, das ging aber jetzt schnell. Nee, nee, nee. Wir lassen das hier alles schön drin, außerdem gibt es hier drüben auch noch etwas. Warte, ist es da hinten oder ist das ein Felsen? Da hinten ist es. Da hinten ist es. Das müsste es sein. Halt die Klappe, du dummes Pferd. Ja. Das ist es. Guckt euch mal die Werte an. Geschwindigkeit und Beschleunigung, das sind die, die noch erweitert werden können. Es ist ein Elite, was die Wendigkeit betrifft. Das will ich haben. Das heißt aber auch... Pack das scheiß Gewehr weg. Wir sind jetzt natürlich auch auf dem Eis unterwegs. Das ist sehr klug. Okay. Stay. Just stay calm. Ganz ruhig, das Pferd der okay. Muss ruhig bleiben. Nice and easy. It's okay. Shh, 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 shh.
now. Ain't no thing. Come on now, und Rodeo-Zeit. Ach, das. Ich begreife das Rodeo nicht so recht, weil man halt einfach auch nicht erkennen kann, wie ist denn jetzt hier alles. Also ich muss mal kurz gucken, wie die Zeit gerade ist. Ist noch im klaren Bereich. Ist noch alles im guten Bereich, was die Zeit betrifft. Yep. Nochmal vergewissert. No, no, stay here. No, no, wait. Hey, wait, where are you going? Hey, stop. Hey, come back. Verdammt. Das mit dem Rodeo-Reiten, das funktioniert auch irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht so richtig, weil er wurde einfach runtergeschmissen. Ich habe keine Chance gehabt, richtig zu reagieren. Okay. Whoa, easy. Okay, now. Ich verstehe es nicht. Halte gedrückt und bewege entgegen der Bewegung. Ich muss es gedrückt halten? Wie dumm ist das denn? Ein fucking Analogstick gedrückt halten. Ihr seid doch total bescheuert. Meine Güte. Die Steuerung, ne? Ich hab's ja schon mal gesagt. Das Spiel hat einfach seine Macken. Wo ist das scheiß Pferd denn jetzt hin? WTF? Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Tiere einfach mal so die spawnen. Ist auch so geil, dass die Tutorial-Benachrichtigungen immer oben links angezeigt werden. Und zwar immer dann, wenn gerade die Action los ist. Ob man jetzt Rodeo reitet oder irgendwo in der Schießerei ist oder während einem Duell. Du musst währenddessen das Tutorial lesen. Und es ist einfach schrecklich gemacht. Man kann sich in dem Moment einfach nicht richtig drauf konzentrieren. Aber dann Hauptsache, ne? Also... Easy. Hey, easy there. Das war ja wieder typisch, ne? Aber auch schon gemerkt, dass da jetzt nichts passiert, weil er stundenlang neben dem Pferd gestanden hat. Und das heißt halt einfach so viel wie, ja, jetzt passiert nichts. Jetzt kriegst du eine andere Animation geladen. Es ist auch immer auf diesem fucking Berg steht. Das ist schrecklich. Kannst nicht mal runterlaufen, wo ebenes Land ist. Nee, es muss auf dem Berg stehen. Ach, jetzt läuft ja auch noch, weil ich aus was in X gedrückt habe. Mann, und dann lauf doch mal runter, du dummes Pferd, bitte. Und diesen scheiß Hang rumzulaufen, das nervt.
Vor allem sind dann die Animationen auch bekackt beim Reiten. Mann. Hey there, girl. Okay. Now. Okay. Shh, easy now. Don't worry. Oh, whoa! There. Ich drücke nach links. Ich verstehe dieses Tutorial nicht. Sorry. Ich mache das, was auf dem Tutorial steht, was im Tutorial da steht, und es passiert einfach nichts. Null. Ich hasse diese Tutorials in diesem Spiel. Vor allem sind die einfach scheiße eingeblendet. Und zwar immer. Immer während irgendwas gerade läuft, wird es eingeblendet, dass du dich gar nicht drauf konzentrieren kannst. Und das Lösungsbuch ist auch keine Ausrede. Keine Alternative. Weil das beschissene Lösungsbuch zeigt dir alles an, nur nicht, wo man diverse Pferde finden kann. Das einzig wirklich richtig Gute, was das Lösungsbuch macht, ist, Spoiler zu markieren. Dass man sich nicht spoilert, wenn man es nicht will. Und ich kann jetzt auch nicht immer, wenn ich auf dem Pferd sitze, oben links den Tutorial-Text lesen, weil dann fliege ich ja sowieso direkt wieder runter vom Pferd. Was ist denn jetzt schon wieder los? Alter, ich fasse es nicht. Mann! Diese Scheißpferde, so scheiße viel Arbeit hier auf einmal im Let's Play. Im Singleplayer hatte ich das Ding in weniger als einer Minute gefangen. Null Probleme. Aber hier im Let's Play sind die Pferde irgendwie alle total durchgedreht und scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wo ist das Drecksvieh denn jetzt hingelaufen? Boah, ey, es ist so unfassbar nervig. Du machst das einfach komplett falsch. Nö, ich mach's, wie es im Tutorial steht. Ach, natürlich, jetzt bin ich halt ja, zu schnell hingelaufen. Weil es sich beschissen hingestellt hat. Weh, du läufst wieder den Scheißberg hoch. Was sagt denn die Zeit? 19 Minuten 10. Ich probiere es jetzt noch einmal. Und danach mache ich im Offscreen weiter. Also, außerhalb des Videos. Ich sehe das Scheißpferd schon wieder nicht. Oder es ist jetzt einfach despawned, weil es dunkel wird. Da vorne. Okay, easy. Oh, whoa, whoa. Yeah, let's try that again now. Shh. Don't worry.
Okay. Nice and easy. Whoa, settle down. Jetzt kann ich, wie gesagt, bewege entgegen der Bewegung. Ey, ne, du musst diese Scheiße auch lesen. Sorry, wenn ich mich gerade aufrege. Aber du musst die Scheiße lesen, während du es machen musst. Das ist das Dümmste überhaupt. Wie soll ich mich auf ein fucking Pferd konzentrieren und wie es sich bewegt, während ich einen scheiß Text umlesen muss? Ne, wie gesagt, Leute, ich mache jetzt hier einen Cut. Natürlich drehe ich nochmal schön aufs Kabel vom Headset. Ich mache jetzt hier einen Cut und probiere es offline zu fangen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Euer Steve von den Online Game Masters. Ciao und bis dann.